muss gucken, ob du mich noch einholst, bis ich in die Box muss. Wo muss denn? Aber anscheinend müssen wir ungefähr gleich in die Box, denke ich mir. Wo muss denn? Sag ich dir nicht. Na, ich hab Rot. Du wirst dir denken, können wir nicht in die Box muss. Nee, irgendwie nicht. Nicht? So in 3 Runden oder so? Wer weiß das schon? Ich fahr 1,29er Zeiten mit dem Flügel. Ich fahr 1,27er. Also jetzt Krane. Fuck, verbremst. Da vorne fährt er. Ja, ich hab mich ein bisschen verbremst, dann bin ich ins Kiesbett. Teamkollege ist in der Boxengasse. Oh nein, ich muss niesen. Gesundheit. Mach ruhig. Nee. Vor der Kurve. Vor der Schikane. Da war ich gerade fast schon wieder. Ah, MG ist an der Box. Ah, ich hol mir mein neues Näschen. Oh. Mein zweites. Ah, wieder 25.000 in den Wind geschossen. Ja, natürlich. Ferrari hat's ja. Klar. Uiuiui. Das ist wieder so ein gebrauchtes Rennen bei mir. Gut, ich fahre auch wieder beschissen. Muss man ja aussagen. Eigentlich sollte ich erst in einer Runde rein. Aber ich habe den Reifen so geprügelt, dass der auf 75 ist. Ja, lieber nicht nochmal, was? Nee, ich will den nicht nochmal. Also vorhin war der ja in der letzten Kurve, da war ja alles okay, ne? Ja. Da konnte ich ja einfach in die Box fahren. Speed habe ich nicht wirklich verloren, würde ich jetzt schätzen. Hm. Aber ich will's nicht nochmal riskieren. Ist ja unnötig. Alles klar. Kann er jetzt mal beschleunigen hier? Oh Mann, jetzt ist echt einer an mir vorbeigekommen. Verstappen, ne? Hoffentlich lässt der mich gleich ordentlich vorbei. Oh Mann, so viel Vorsprung haben wir schon. Noch. Ja, überrundet mich gleich. Krass. Mal gucken, ob ich mich noch irgendwo hinkämpfen kann. Ja. Na, es sind noch 15 Runden, 14 Runden. Das Rennen ist noch nicht vorbei. Hm, stimmt. Oh, Verstappen, ne? Direkt vor dir ist einer der Haas-Fahrer. Okay, Abstand zum Teamkollegen 15. Jetzt DRS und vorbei. Fresh, du wirst auf alle Fälle nochmal in die Box, ne? Nein. Na klar, Mann, mit den gelben. Durchfahren. Never ever. Willst du dir jetzt nochmal weiße, oder was? Nee, weil ich muss die gelben fahren. Ach ja, die gelben muss man. Dann musst du aber auch noch zweimal. Ja. Und du musst jetzt noch zweimal, ich muss nur noch einmal. Richtig. Da muss ich jetzt ein bisschen Vorsprung ausfahren. Oh, du hast ja, selbst wenn du hinter mir bist, ich hab 3 Sekunden Strafe. Ah, das ist auch nur. Das kommt wieder auf so ein 3/10 Ding an, oder? Ja. Nur bei mir nicht. Strafe erinnert mich irgendwie an was. Hm. Oh, wie gut ich die Schikane nehme. Überhaupt nicht über die Schikane gerutscht. Kein bisschen. Nee. Ideallinie hast du genommen. Naja, quasi. So ein bisschen. Bisschen Ideallinie war bestimmt auch dabei. Fresh macht sich seine eigene Ideallinie. Naja. Und Rufus braucht ja noch die neue Nase, ne? Das kostet. Ja, das sind auch nochmal 5 Sekunden ungefähr. Wer hat von uns die Bestzeit? Fresh. Oder? 1,26,744. Ah, war ich nicht mal weit weg. Was hast du gefahren? 1,26,953. Na, das geht. Welche Reifen hast du? Weiß. Weiß? Okay. Ja. Ich bin gerade auch lila mit gelb. Ja, die Strecke wird schneller. Ja, der Motor wird dann, das Benzin wird einfach weniger. Das auch.
Juhu, ich bin 19. Juhu. Ich bin 2. Du bist gleich 1. Juhu, schnellste Runde. Tschüss, Rufus. Ciao. Schönen Tag noch. Ja. Oh Mann, das Feld ist so weit auseinander. Noch so ein Safety Car wäre geil. Ich glaube, dann würde ich sofort auf Medium wechseln. So, komm schon. Oh, da kriege ich den nächsten, weil er in die Box fährt. Nice. 18. Nee. Fast 17. Naja. Nach der Runde vielleicht. Und Rufus, wie ist es so auf Fett? Gut, warum? Ich frag nur mal. Ich will ja ein bisschen Zeit rausholen. Es wird am Ende noch ein schöner Kampf, aber es wird nichts nützen, weil ich die Sekundenstrafe habe. Hoffentlich. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,1 Sekunden. Die völlig unberechtigte Strafe. Wie Trickrich gerade durchgesagt, der Wagen hinter dir hat eine Zeitstrafe. Kämpfe nicht mit ihm um die Platzierung. Ja. Ist einfach so. Alle schon wieder hoch konzentriert. Ja, muss man ja sein, ne? Wenn man hier so in so einem Zweikampf steckt. Na, noch bin ich nicht Fehler dran. Genommen, dann ist er im DRS. Oh, er ist schon fast im DRS. 1,3. Ich soll auf mich um 2 runterstellen, guter Witz. Da will er unbedingt rankommen. Ja, natürlich. Was soll ich denn sonst machen? Ich muss. Wann soll ich sonst rankommen? Jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt dafür. Aktuelle behalten. Ja. Irgendwas hat er ja wieder im Busch. Der wollte mir Runde 17 schon rein, obwohl ich also 35% bin. Oh, fuck! Was hast du gemacht? Schlecht genommen, diese Kurve. Komm vor, ne? Ich war gerade kurz am Überlegen auf der Kran, wo war nochmal die Bremsentaste? Wirklich? Ja, und mit so einem kurzen Brainlag so. Wo muss ich bremsen? Die nehmen wir, ne, Rufus? Ja, ich bin 0,05 langsamer. Weil du die Bremse nicht gefunden hast, stimmt's, Fresh? Naja. Rufus fährt dann echt ohne Benzin ins Ziel später. Ja. Der quetscht sein Auto aus. Teamkollege ist in der Boxengasse. 1,6. Rufus kommt immer im ersten Sektor mega ran. Der nimmt die Schikane besser. Ja, jeder nimmt die Schikane besser als du, selbst ich. Ja, wir haben da Videomaterial, das zeigt, dass Rufus die Schikane nicht besser nimmt. Ja. Der war echt gut jetzt. Das erste Mal mit aufnimmt. Auch nur aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass wir da jetzt mehr reinschneiden. Nee, wir haben Videomaterial von dir. Du warst doch hinter ihm direkt. Das darf nicht wahr sein, immer diese Kurve. Ja gut, stimmt auch wieder. Jetzt wollte er mich eigentlich reinschicken schon. 48%. Die bauen ja eh schon ab. Nee, geht. Oh, 1,2 ist er dran. Er ist gleich im DRS. Das wäre eine gute alternative Strategie. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen? Oh, jetzt kommt zur Überrundung. Alles klar. Wie sieht's bei dir aus, MG? Na, wird schon langsam. 11. Geht doch. Ja, ich muss aber noch an die Box. Ja, die anderen ja auch.
Oder fährst du da mit Medium-Gegnern gerade? Nee, mit S. Was machst du denn im ersten Sektor falsch, ey? Ich bin da im... Ich weiß es nicht. Ich bin da immer auf Bestzeitkurs, 4/10. Ich weiß es echt nicht, also... Dafür ist die Frage, was machst du im zweiten und dritten Fall? Im zweiten habe ich auch immer lila, im dritten habe ich immer die eine Kurve da vorne. Jetzt ist immer schlecht und deswegen verliere ich da, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Sekunde. Gegen MG hat sich das, glaube ich, genau andersrum, letztes Mal, als wir 100% gefahren sind. Ja. Da war MG immer im dritten Bester und ich erst und zweiter. Ja. Ja, jeder Tag ist halt nicht gleich, ne? Es macht nichts, wenn der Wagen hinter dich dich überholen will. Er hat eine Zeitstrafe. Zum zweiten Mal, ey. Herrlich, diese Durchsage. Ja, fresh platzt ja eh wieder der Reifen. Nee, nee. Nächste Runde ganz bequem an die Box. Easy peasy. Ja. Gerade hier bei der Überrundung. Wenn ich da schon den Haas sehe, kriege ich die Krätze. Wo ist ein Haas? Es ist ein Haas. Achso, das ist ein Haas. Ja. Ja, gut, hier ist es. Ah, zum Glück nicht Grosjean. Oh, hat sich gerade geändert in Grosjean. Die teleporten sich immer. Oh, jetzt war ich das erste Mal hier persönlich wieder lila. Also meine ich auch. Lila. Ich war auch lila. Nasr ist Dritter, Alter, was geht hier ab? Nee, eine Runde bleibe ich noch draußen. Nee, Jungs. Und der Reifen ist weg. Ja. Nee, ich habe nur 44% mit weißen Reifen. Da wollen jetzt die bin ich zum ersten Mal am DRS-Fenster. Ja. Ja, wobei, damit du möglichst lang mit Gelb fährst. Ne? Ja, genau, aber ich will lieber noch eine Runde machen, weil ich will die jetzt dann prügeln wie blöd. Einfach nur, um Tempo zu machen. Mhm. Die Ursprungstaktik wäre gewesen Supersoft, aber die hätte ich nicht geprügelt. Gelb, was? Ja, da ist schon wieder einer in der letzten Kurve abgeflogen. Läuft bei ihm? Ja. Na, Rufus, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Überrunden, ne? Pass auf, der fährt auch gleich rein. Ach, schade, das wäre so geil gekommen, wenn er rübergezogen wäre. Hätte er nur einmal gemacht. Ja, da überholt er vor der Schikane schon. Klar, Mann, der war übelst langsam. Der hat dir Platz machen wollen, war einfach ohne Tempo. LOL! Ich hab mich fast überschlagen! Wie? Alter, ich bin rechts auf den Körb gekommen, der so übelst hoch ist. Der hat mich fast umgehauen. Alter, der Gutierrez bleibt dran. Schon wieder? Was ist los? Du hast schon wieder gelb? Echt? Warum gelb? Warum nicht? Bin ganz bequem Zweiter, muss keinen überrunden erstmal. So. Mein Teamkollege ist auch an der Box, mit MG zusammen. Mhm. Tolles Duell. Rufus holt sich dann gleich nochmal rot, oder was? Der erste ich wechsle auf rot, safe. Der erste Boxenstopp ohne Näschen. Und ich komme als 12. raus. Krass. Ah gut, einer könnte mich noch catchen, glaube ich aber jetzt. Aber da vorne sind so viele aneinander. Das ist, glaube ich, Platz 3 bis, keine Ahnung, bis 9 oder so. Auf einem Fleck. Ja, läuft. Uiuiui. Dann kämpfen Wann wir mal ein bisschen. Ich in die Box? Runde 25? Verarschen kann mich selbst. Zwei Runden vor Schluss. Ja. Das passt schon so, Rufus. Also wie lange halten die Roten gleich? Fuck. 4 Runden bin ich damit gefahren. 4 nur? Ja, die halten echt nicht lang. Krass. Hülkenberg, hallo! Mach Platz, Drecksack. Hülkenberg, du weißt, was wir besprochen haben. Nee, ich bin schon vorbei. Ja, gleich von hinten. Ja, mit DRS. Alter, hier fährt gerade jeder Supersoft. Echt? Krass. Ja. Die letzten 6 Runden, gut zu wissen. Ja, aber PC prügelt die immer länger durch als wir. Ich prügel ja auch immer länger als ihr, das wisst ihr. Nee. Ah, einer geht schon an die Box. Siehst du? Fuck.
Aber der wird nochmal auf Supersoft wechseln, also. Das kann ich dir nicht mehr beantworten. Na, worauf sonst? Auf Medium wohl eher nicht. Auf Soft? Na, oh, Rufus fährt noch. Naja. Oh, Eriksson, hallo. Dein Teamkollege ist ganz weit vorne, Eriksson. Volle Konzentration, komm schon. Fresh, ne? Nice Zeit, mein. Nett. Ja, Rufus wird die aber noch catchen wahrscheinlich. Wenn er gleich ja, mit Supersoft den Supersofts kann. Dann, aber mehr ist dann auch nicht drin. Na, weiß ich noch nicht. Naja, so viele Sekunden werde ich nicht rausfahren können. Brauchst du ja nur 3. Ja, aber das ist schon ganz schön viel. Geht, ne? 3 Sekunden im Rennsport ist schon heftig. 3 Sekunden in 5 oder 6 Runden, das ist viel. Ja, wenn wir alle auf demselben Niveau wären, sind wir ja nicht. Was soll denn das heißen? Ja, dass ich weltmeisterlich bin. Oh, MG! Ja! Ja. Krass, Alter, da hat er erstmal richtig harte Zeit rausgehauen. Hast du super soft, MG? Nein. Muss er. Bist du was? Soft. Aber fett, oder? Ja. Ja, war klar. Und einmal DRS. Dann mach ich Kacke in der Windschatten hier. Dann mach ich Kacke in der Windschatten hier. Aber du hast das gut gemacht. Na, bist du vor der Messlinie an dem vorbei oder hinter? Weiß ich jetzt gar nicht. Das Problem ist einfach, dass ich hinter euch dreien rauskommen werde. Nee, hinter. Nice. Ich hab DRS. Bis Rufus. Ciao. Das war's. Er hat gewonnen. Noch nicht. Der kommt nicht mehr vorbei. Ach. Noch ist das Rennen nicht vorbei. Ich muss ja auch noch einmal stoppen. Gelapp. Der macht mir Hoffnungen. Da will dich nur in Sicherheit wiegen, dass du langsamer wirst. Ja. Oh, ich fahr den zweiten Platz einfach nach Hause. Boxenstopp. Ja. In dieser Runde rein. Gut möglich bei dir. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Palmer, hallo, Platz machen. Palmer, du weißt, was wir besprochen haben? Klar. Ich glaube immer, vor jedem Rennen habe ich ein internes Meeting mit allen Fahrern, außer euch. Ah, gut zu wissen. Ja, außer mit mir und mit MG, oder was? Ja, wo ich jedem mal einen Fünfer zustecke. Wow, ein Fünfer, ey, geil. Bei den Millionengehältern wird das schon ordentlich. Der Fünfer ist auf jeden Fall der das Instrument. Als nächstes hast du einen Mercedes vor dir. Echt? Danke. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Nächstes hast du erstmal die Schikane vor dir. Vor mir sind noch 2. Was 2? Alonso mit Soft ist auf alle Fälle auf Platz 3, also. Der McLaren. Hamilton ist auch noch da. Ah, ist bist auf Platz 4. Gerade? Nee, er ist Fünfter. Fünfter. Der hat schon echt krass aufgeholt. Ja, das geht schnell hier. Ja, ihr seid halt so mega weg. Ich habe in einer Runde 10% bekommen auf den Reifen. Oh, dann muss jemand noch mal boxen, glaube ich. Das wäre bitter. Du meinst, das ist bitter? Nö. Ja, heute hat so übel auf, ne? 3,5 schon, nur, ne? Ja, was soll ich machen mit Supersoft? Und mit meinem restlichen Benzin, was ich Überschuss hab? Hoffentlich bin ich im DRS-Fenster gewesen. Damit ich wenigstens ein bisschen wegkomme. Gut, die Rest fährt in die Box, nice. Ja, DRS, nice.
Rufus schnell 1,24. Ja. Hattest du 1,24,466? Habe ich das richtig gesehen? Nee, 666. Ah, ich hatte 4,66,25, aber. Also meine beste Runde. Ja. Okay, eine Sekunde pro Runde, das kann ich zu Ende fahren, denke ich. Ja. Außer du drehst dich jetzt noch einmal und das wär's beim Überrunden. Also ich würde kein Risiko eingehen beim Überrunden. So. Mach das ganz gediegen in der DRS-Zone. Alonso nur ja, noch aus dem DRS bekommen. Oh, da hat er Probleme beim Überrunden. Oh. Vettel geht der Sprit aus. Was? Ich fahr mit Felipe Massa. Aber okay. Ich wär Vettel. Ja. Da habe ich ihn mal kurz genatzt, ne? Da ja, klar. Ja. Das ist ja genau. Das Kacke. Ich habe sogar gerade kurz auf meinen Benzin geguckt. Hab umgestellt auf Standard. Siehste? So läuft es doch. Wie sie einfach alle Platz machen. Wie weit seid ihr denn weg für eine Überrundung? Was? Wir haben gerade den 18. Zu dir? Oder so, oder den 17. Irgendwie ja. Sowas. Wir sind eine halbe Runde hinter dir. Fuck. Da kannst du dich noch zweimal drehen. Also, nee. Wir fahren jetzt über Startziel, falls du es weißt. Na gut, dann kommt ihr nicht mehr ran an mich. Nee, das ist auf keinen Fall. Du fährst ja auch solide Rundenzeiten, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, gut, sollen wir bin ja auch kommen. Dritter. Ja, er ist Dritter. Ja, irgendwie einfach, er muss da kurz schlucken. Ich war vom Start weg war ich Letzter und zwischendurch war ich auch mal Letzter. Also da ist Dritter schon geil. Muss ich echt sagen, Respekt MG, Respekt. Hab zwei neue Nasen gebraucht, hab mich dreimal gedreht. Geil. Na, das heißt eigentlich KI hochstellen. Da können wir ja zum nächsten Rennen einfach mal machen. Nee, Singapur ist scheiße. Das ist Stadtkurs wie fast so schlimm wie Monaco. Bist du schon im DRS-Rufus? Nee. Ericsson noch dazwischen. Ja, ich will doch gar nicht mehr ins DRS-Fenster rein, ehrlich gesagt. Ich fahre jetzt meine Reifen, will ich nicht kaputt fahren. Ja, ich die auch sehen nicht. Nämlich nicht mehr gut aus. Ist jetzt schon nicht, wie viel Prozent? Ja, das ist schon kritisch. Wie viel denn? Was? 60. Oh, ich habe 64. 48. Oh, da hat er Probleme, Fresh hat Probleme. Warum bei zwei Überrundungen. Ich fahre einfach ganz normal vorbei. Na gut, er macht's vorsichtig. Und ich hab DRS. Ich warte ja immer noch drauf, dass einem von euch beiden der Reifen platzt. Oh, Rufus hat Probleme. Nee, ich bin schon vorbei an den beiden. Fuck. Ich bin direkt hinter dir, aber das wird nichts mehr bringen, die letzte Runde. Kannst ruhig vorbei. Ja. Ehrlich gesagt will ich es gar nicht probieren, außer du lässt mich vorbei, aber das bringt ja dann nichts. Ich lass dich vorbei, sagt er. Vielleicht ja, platzt ihm ja der Reifen. Lol, Benzin? Ja, tschüss, Fresh. Warum? Ja, das war's dann mal. Dein Benzin leer, oder was? Ja. Er bleibt stehen, er muss das Auto abstellen. Das wär's ja jetzt, aber nee. Hä? Er fährt echt langsam. Na, was sag ich denn? Komplett leer, oder was? Ja, klar, Mann. Ich fahr auf der letzten Rille. Aber MG ist jetzt erst über die Ziellinie, also. Es wird echt langsam, also wenn MG Vollgas gibt, ich weiß nicht, ob das noch passiert, da kommt noch eine Gerade. Nee, ich bin schon auf der letzten Geraden. Alter, die überrunden sich zurück. Ja, müssen wir. Wenn du so kacke langsam bist. Du bist nie im Leben in der letzten Geraden. Doch. Er ist jetzt auf der letzten Geraden, Leute. Komm, einer muss ihn doch abschießen jetzt, weil er so langsam Perez! Ist. Mein Reifen ist einfach 75%. Perez! Danke. Oh, ich krieg auch Benzin jetzt aufgeleuchtet, aber. Weltmeisterlich habe ich das gemacht. Glückwunsch zum Sieg. Danke. AMG kommt nicht mehr ran. Schade. Nee, nicht mal ansatzweise. Schade. Ja, aber um ehrlich zu sein, ich habe gekämpft wie ein Berserker. Ja, muss ja. Man, ja. Bei ihm leuchtet auch Benzin schon rot auf. Ja. Ja, habe aber noch plus 0,35. Ja, ich hatte auch plus irgendwas am Ende. Das fängt an zu leuchten ab plus 0,4. In der letzten Runde. Ja, ist normal. Würde ich nochmal auf Fett stellen. Okay.
Okay. Jetzt catcht er noch meine schnellste Runde. Auf der Ziellinie. Das glaube ich nicht. Da steht Boxenstopp bei mir. Du musst nochmal in die Box. Ja, fick dich. Ja. Bin fertig. Und du hast auch nochmal eine 3 Sekunden Strafe gehabt. Hä? Wann habe ich denn die gehabt? Keine Ahnung. Guck doch mal in die Rennleitung. Was sagt denn die Rennleitung? Schauen wir doch mal. Vorfälle. 3 Sekunden Strafe wegen Kurve abgekürzt. Runde 8. Ach, das war der Vorfall. Okay. Gut zu wissen. Wurde Goofus auch Kurve abgekürzt? Angeblich. Ich bin einfach übers Ziel hinausgeschossen wegen Grosjean. Oh, da hatte jemand Stop and Go sogar. Kevin Magnussen, Runde 2. Ja. Gelbe Flagge. Ja, Rufus, erster momentan in der Weltmeisterschaft mit 221 Punkten, gefolgt von mir mit 166 und dann kommt Fresh mit 159. Haben wir beide überholt? Ja, wir haben beide Raikön überholt. Raikön ist auch ein scheiß Rennen gefahren. Ich weiß gar nicht, wie viel der jetzt gerade geworden ist, ich aber guck mal der kurz. War nicht gut unterwegs. Neunter, also ja, wow. Zwei Punkte oder so. Ja. Aber der ist halt nur einen Punkt hinter dir. Fresh, du bist 7 hinter mir und ich bin halt 55 hinter Rufus. Rufus, Ausfall nächstes Mal. Gut. Das kann gut möglich sein in Singapur. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Wir sagen ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.